Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Wir müssen ja jetzt. Pass mal auf, erstmal check ich ab. Hier noch Weißlauf. Ob ich jetzt doch wieder Werwolf werden kann? Denn eigentlich möchte ich nicht die Erde verdunkeln und pipapo, denn danach klang mir das jetzt. Andererseits würde ich gern die Vampirbraut mitnehmen als Begleiterin. So. Hallo. Ihr solltet das Wildbret versuchen. Ja? Es ist köstlich. Hallo. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Hallo. Also ich glaube, die Leute mögen uns jetzt nicht. Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ich denke, die Leute mögen uns jetzt nicht mehr so. Ich gehe mal wieder in die Akademie, in die Dings hier. Ich weiß gar nicht, bei wem waren das? Mit Werwolf. Ich hätte manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Das ist nett, dass du mich magst. Bei dir war das Wenn ich kann, vermeide ich es, nach Ostmarsch zu gehen. Da liegt etwas in der Luft. Ich glaube, es liegt zu nah an der Grenze. Mit wem muss ich denn quatschen? Wer kann mich denn wieder... Glaubt ihr, ihr seid besser als ich? Ich bin aus Habt der ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem Kommt vertraut zu machen. Zu mir, wenn ihr Fragen habt. Lebt wohl. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut ihr wie seid Gegner. Zurück! Und ich Ach Gott. Lasst uns was spielen. Jetzt nicht. Oh. Ich spiele jetzt nicht mit dir versteckt, ich bin doch nicht blöd. Da rennst du mir hier. Ich hoffe, dass die Jagd. Nee, die hier zu finden und so, da habe ich ja keine Lust drauf. Also, wir können uns anscheinend nicht wieder umwandeln lassen. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Das ist natürlich sehr blöd dann. Weil, ja. Vampir ist, wie gesagt, kacke. Hier ständig das Problem mit dem Sonnenlicht und so, da habe ich keine Lust drauf. Aber gut, muss ich dann wohl durch. Aber vielleicht kriegen wir das hier hin, dass wir dann alles verdunkeln auf der Erde und ja, ist jetzt nicht so geil. Ihr braucht das. Was? Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Schön. Mal schauen, was die so zusammenköcheln. Man kann den Honig im Wind riechen. Ich weiß nicht, das sind ja alles nicht so die richtigen, ne? Ich sehe alles, höre alles. Du siehst blind aus. Alles. Ja, ja, das sagen alle. Bei dir vielleicht. Ich habe euch gesucht. Ihr wolltet mich sehen? Ja, Jüngling. Setzt euch. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ja, wir haben noch nichts Gold zu sprechen. Voller Trauer. Und auch mein eigenes beweint Skjors Verlust. Doch sein Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Skjör meinte, sei Segen hier Jelsines. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Und wie lautet die Wahrheit? Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann.
Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hesina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Und sie sind zu Werwölfen geworden? Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Aber ihr seid jetzt nicht mächtiger. Die Hexen haben selbstverständlich nicht gelogen. Aber es geht um mehr als nur um unsere Körper. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hirsine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Könnt ihr euch selbst heilen? Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Okay. Es wird erledigt. Gut. Nun beeilt euch und lasst keinen von ihnen am Leben. Möge Talos euch leiten, mein Junge. Jo. So, also zum einen können wir jetzt Lydia zu Hause abliefern. Und dann mal gucken, was die andere da mitnehmen können. Als Begleiterin. Aber eigentlich... Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Ja, Lydia hat natürlich Power. Die andere hat aber... coole Magie. Ne? Weiß ich nicht. Wen ich da mitnehmen will. Wir können es ja mal eine Weile testen. Ah, das hier nervt mich so. Das hier nervt mich so. Hallo? Ja, und da geht nämlich die Ausdauer dann nicht mehr, ne? Wenn wir vorsichtig im Tageslicht sind, dann ist unsere Ausdauer nicht mehr regenerativ. Nur in geschlossenen Räumen, glaube ich. Ja. Nur in geschlossenen Räumen und nachts. So, komm, Lydie. Komm mal her zu mir. Bin immer noch da. Sieht ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Gut. Das ist schön. Dann gehen wir mal zu der alten Zippe. Ich weiß gar nicht, wir müssen doch auch Zauberstab und sowas, aber ist eigentlich egal für die Vampir-Tussi. So, wo ist das hier? Wo war denn das hier, ne? Mal gucken, wo die ist. Soll ich jetzt wieder finden? Boah. Dann nehme ich die mal mit. Denn die kann ja noch Begleiter dazu rufen. Das ist dann schon nice. Oh, es ist Tag. Auch wenn man hier nicht da viel davon sieht. Das ist nervig. Eigentlich kann ich mich nur noch nachts bewegen. Boah, das ist kacke. Wir müssen das hier also machen. Schade, schade. Die schöne Welt. Sie wird verdunkelt. Oder wir schlafen halt immer tagsüber und bewegen uns hier nachts umher. Das wäre dann die Alternative. So, ich gucke erstmal, wo die
gute Frau ist. Ich sehe hier gerade niemanden. Ist ja super. Ich hoffe, die Hütte hier ist nicht so groß. Nein. Pyro-Rüstung ist ja gut und schön. Das Leben hier hat viele Vorteile. Findet ihr nicht auch? Mist. Ja, das Leben hier hat viele Vorteile. Das kann schon sein, aber Nachteil ist, ihr seid alle doof. Es wäre schön, wenn sich Ortjolf und den Geilmo. Habt ihr nach mir gesucht? Ja. Wollt ihr mich immer noch begleiten? Natürlich. Gehen wir. Yay. Kann was ich? Was nun? Möchte Dinge mit durchtauschen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Na, das hoffe ich doch. Dolch hat die, okay. Dolch. Ich habe natürlich gar nichts. Ich gebe ihr mal einen Bogen und die ganzen Pfeile. Ach doch, hier ein Eisendolch. Och, die Spitzhacke nicht. Die behalte ich mal schön. So. Ist das jetzt der, den ich ihr gegeben habe? Nee, ne? Das ist bei ihrer. Der ist sogar noch besser. Gut. Hier ein bisschen Met kannst du haben. Oder warte mal. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Nein. Würde ich denn sowas tun? Die Erzmangelrobe kriegt sie aber nicht. Achso, das geht nicht. Schade. Wenigstens können wir uns jetzt hier bedienen. Schon wieder eine Laute. So. Da werden wir mal gucken, dass wir für sie später neue Sachen finden. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal was machen. Ich denke, wir suchen erstmal die Hexen auf. Die Hexen. Habe ich das aktiv? Hier. Denke. Muss ich erstmal gucken. Da muss ich erstmal wieder an Land hier. Nee, in die Festung gehe ich nicht. Gehen wir mal irgendwo. Weiß ich nicht, hier. Nee, Festung nicht. Hier ans Denkmal. Kannst du mal eine Runde denken. Dann gucken wir mal, wo das ist. Unser Ziel. Oh, wenigstens ist es jetzt Nacht. Hey! Komm runter, du Sau. Na toll. Komm irgendwo runter. Oh. Wollen wir uns da einmischen? Gleich die Idee. Oh, die haut ganz schön gut rein, ne, die Frau. Wow. Unser erster toter Riese. Was ist aber an den hier? Die Waffe auffüllen, ne? So, ja, weißt du mal. Oh, der hat gut Gold. Und auch gut Sachen, aber er liegt halt auch eine Menge. So. Jetzt warten wir mal ab, bis wir hier die Seele kriegen. Oh, hi. Ein Mäuschen.
So, jetzt müssen wir in diese Richtung. Das war ja sehr erfolgreich. Dahin. Gut. Aber erstmal gehen wir nach Falkenring und verkaufen. Wir haben nämlich jetzt schöne Dinge bekommen. So, wir sind jetzt aber Vampir. Haben eine Vampirbegleiterin auch noch dabei. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Das Ende der Welt ist gekommen, das sagt ja, echt. Warum? Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben jetzt gebogene Schwerter. Haben sie das? Schwerter. Gebogene Schwerter, das ist ja... Also, man möchte es ja kaum glauben. Na, guck mal, da müsst ihr doch gleich aufmachen, ja. So. Gucken, dass wir den hier ein bisschen Schrott verkaufen können. Was war das? Ah, jetzt ist offen. So. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Seid gegrüßt. Was habt ihr zu verkaufen? Das hatte ich gerade vor. Erstmal Heilung, Heilung. Starke Heilung, sehr schön. So, aber ich habe auch was. Pass mal auf, hier. Was hast du denn an Geld? Ah, okay. Da ist sein Gold so ein bisschen alle. Vielleicht hat er noch was, was er uns verkaufen kann. Vielleicht für die gute Schnecke, die junge Dame. Hier, Illusion. Kostet 3000. Nee, danke. Hier, Veränderung. Das hier ist doch so ein bisschen was. Und dann noch irgendeine Halskette. Hier. So. Dann hast du jetzt wieder ein bisschen Geld, mein Freund. So. Apropos. Bekte. Hier. Ladung. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Würde ich nie. Die Geschichte von der großen Mottenpriestersuche. Möchtet ihr was mit euch tauschen, meine Süße? Irgendetwas Brauchbares? Ja, natürlich, immer. Bei mir gibt es nur das Beste. Hier. Und... Das nicht, Das hier. Na? Frage ist, trägst du das jetzt auch? Ja. Wo ist der Unterschied? Na, ist egal. So, was war da draußen los? Da war doch schon wieder irgendwas mit Kämpfen. Wohl nicht mehr. Gut. Das haben wir. Falkenring war einst voller Wanderer und Krieger, wie ihr es seid. Ja. Das war noch bessere Zeit. Nett, dass du uns für Wanderer und Krieger hältst. Das sind wir nämlich nicht. Wir warten jetzt aber hier erstmal auf Nacht. 15 Stunden. Dann ist auf jeden Fall dunkel. Vorher brauchen wir nämlich nicht irgendwo hingehen. Aber es ist ein bisschen, wird ein bisschen sehr dunkel. Was war das? Verbrennt den Vampir! Wo seid ihr gekommen? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Das war schon alles? Ich hab den Dämmer wach. Hallo? Willst du mich verarschen? Der hat den Feueratem nicht gemacht. Diese scheiß Dämmerwacht. Das ist natürlich jetzt auch so ein Ding. Ne? Ah. Wer ist da? Wusste ich, dass ich etwas gehört habe? Die gute Dämmerwacht. Gut, ne? Dann mit euch. Das war genug. Ja, nichts genug. Ist das alles, was ihr könnt? Ich kann euch töten. Wie findet ihr dann das?
das? Das wird euch eine Lehre sein. Die Dämmerwacht mag uns jetzt natürlich nicht mehr. Ja. Denn wir sind ein Vampir und Vampire. Naja, da sind die nicht so gut drauf zu sprechen, aber einen coolen Hammer. Nicht schlecht. War nicht noch jemand? Das ist egal. Also das mit der Dämmerwacht ist jetzt natürlich ein dickes Ding. Vor allem, wenn die uns hier überall auflauern, einfach mal so. Dann kann das hier noch sehr interessant werden in den nächsten Folgen. Das war es nämlich schon für diese. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.